was mich motiviert und was am Ende mir die Struktur des Arguments liefert, ist den Startgedanken, den ich ursprünglich habe, diesen Hunch, diese Idee. Man könnte es Hypothese nennen, manchmal ist es aber auch eine gewisse Fixierung auf die eigene Idee, das irgendwie dingfest zu machen und zu zeigen, das funktioniert wirklich. Die zentrale Motivation für mich beim Schreiben geht tatsächlich von den Gegenständen aus. Das ist der Punkt. Mich interessieren diese Gegenstände. Ich will sie verstehen. Ich will sie entfalten. Ich will den darin liegenden Reichtum befreien und in die Welt schicken. Und das funktioniert mit Schreiben wirklich sehr, sehr gut. Als Studierender weiß ich, hat man nicht immer die Möglichkeit, sich die Themenstellungen so zu konfigurieren, dass sie einen selbst so interessieren oder vielleicht sogar so begeistern, dass die Motivation eher gebremst werden muss und dass man versuchen muss, innerhalb der vorgegebenen Zeit fertig zu werden. Solche Qualifikationstexte, so würde ich sie mal nennen, müssen alle schreiben, habe ich auch selbst geschrieben. Die Lehre daraus ist, man muss dadurch und man kommt dadurch. Bis ein Punkt überwunden ist, wo es dann anfängt, langsam schön zu werden, in dem Sinn, dass man sagt, immerhin dieses Kapitel oder dieser Absatz oder dieser Teil gefällt mir. Und dann, finde ich, wird es auch leichter, weil dann arbeitet man was immer besser wird, was einem immer mehr gefällt, und dann steigt auch die Motivation. Der Moment, wo man den Eindruck hatte, es lichtet sich, und nach den vielen Sachen, die man gelesen und auch schon geschrieben hat, wird jetzt deutlich, wo man eigentlich hin möchte. Es wird so konkret, dass man auch am Schluss den Eindruck hat, jetzt kann ich es auch wirklich hinschreiben. Also ich glaube, manchmal gibt es vielleicht auch so ein unterschwelliges Gefühl, dass man irgendwie schreiben können muss schon, wenn man an der Universität ist, und dass das irgendwie vorausgesetzt ist. Und ich glaube, davon sollte man sich frei machen und sollte wirklich für sich selbst auch klar machen, dass man das auch erlernen muss. Also dass man es erlernen kann, aber dass man es auch erlernen muss. Ich finde es aber wichtig, dass die Studierenden sich auch bewusst sind, dass sie auch ein Recht auf diese Betreuung haben. Und diese Betreuung kann auch daraus bestehen, dass man gemeinsam sich einen Text anschaut, dass man seine Probleme bespricht und eigentlich die Betreuerin oder der Betreuer als ein Miniteam benutzen kann in diesem Sinne. Und das ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Sache, dass sich das Schreiben die ganze Zeit, darauf angewiesen ist, Rückmeldungen zu bekommen. Weil ich als Schreibender weiß die ganze Zeit, was ich meine. Das ist doch klar. Und ich kann nicht wirklich in Distanz zu meinem Text gehen. Ich muss es schaffen, diese Distanz mir von anderen gewissermaßen auszuleihen. Wenn es ganz schlimm kommt, gehe ich raus. Dann drehe ich eine Runde durch den Grüneburgpark. Ja? Also bewegen ist auch immer gut. Ja.